Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo hier bei eurem Crush Holyfield 89 höchstpersönlich. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich so warm angezogen bin. Ich bin nicht krank, mir ist auch nicht kalt, also Halsschmerzen sind bei mir auch keine ausgefallen. Das hat einen ganz bestimmt anderen Grund. Das ist nämlich eins der heutigen vier ganzen Themen, die ich heute in diesem Infovideo für euch bereit habe. Zum einen eher zwei schlechte Nachrichten, dann noch ein Gerücht über das neue Donkey Kong, was dann Mitte Jänner bei uns erscheinen wird für die Wii U. Und der Grund, weshalb ich mich jetzt schon so warm angezogen habe. Kommen wir mal zur ersten schlechten Nachricht. Das betrifft Monster Hunter Tri Ultimate. Ich habe mal in einem Infovideo bekannt gegeben, dass ich das Projekt bis Frühjahr 2014 pausieren möchte. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt schon so viele andere Projekte im Augenblick am Start habe und plane, was ich jetzt lieber spiele, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich jetzt irgendwie bis heute keinen Bock auf Monster Hunter bekomme. Ich habe keine Zeit und keine Lust mehr zu farmen. Und das dürfte jetzt zwar die wenigen Monster Hunter Fans, die unter euch, die noch gucken, sehr hart treffen, vor allem auf mich. Und ich habe es mir auch jetzt die ganze Zeit über überlegt und bin zum Entschluss gekommen, das Projekt endgültig abzubrechen auf unbestimmte Zeit. Ja, das tut mir wirklich leid für die wenigen Monster Hunter Fans, die noch auf einen Monster Hunter gewartet haben, aber da das Projekt sich eh schon ziemlich extremst in Länge gezogen hat und ohnehin kaum noch welche geguckt haben, sehe ich jetzt für mich keinen Sinn mehr, da noch nochmal ranzugehen und jetzt zu farmen. Ich habe ohnehin jetzt keine Zeit mehr dafür. Ich finde einfach da keine Zeit mehr. Und keinen Bock mehr. Deswegen habe ich beschlossen, das zu unterbrechen. Es kommt auch kein weiteres Monster Hunter, auch nicht das neue Monster Hunter 4, welches für 3DS noch erscheinen wird bei uns. Ich werde es mir vielleicht selber mal kaufen, aber Let's Playen werde ich es nicht. Ich meine, ich bin auch nur durch Monster Hunter 2 erst auf die Monster Hunter Serie gekommen. Bisher habe ich mich da immer zurückgehalten und mich gefragt, ne, ist das Spiel denn wirklich so gut, weil es so eine riesen Fangemeinschaft hat? Da war ich noch ziemlich unsicher, dann wollte ich mal erstmal ausprobieren und habe Monster Hunter 2 gezockt und es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe. Und da wollte ich eigentlich auch mehr Monster Hunter zocken. Und ich dachte mir auch, das war jetzt so ein Spontanprojekt, dass ich jetzt auch noch das neue Remake zum Tri auf der Wii, Tri Ultimate, probieren wollte. Aber mit der Zeit wurde es für mich irgendwie anspruchsloser. Ich bekam einfach keinen Bock mehr. Und ja, da bin ich zu dem Schluss gekommen. Ich habe eigentlich beschlossen, kein einziges Projekt komplett zu unterbrechen. Ich wollte jedes Projekt komplett fertig spielen, so wie es mir beliebt, entweder mit 100% oder gar nicht, oder nur durch die Story bis hin zu den Credits oder was auch immer, so wie bei Pikmin 3 nur die Story. Aber das ließ sich nicht vermeiden. Ich krieg einfach keinen Bock mehr. So ist es auch bei Inazuma 11. Ich habe keinen Bock mehr auf Inazuma 11 und möchte auch kein weiteres Inazuma 11 Let's Playen. Obwohl die Frage schon manches Mal aufgetreten ist, trotz meines Infovideos aus der Nintendo Direct vom 1. Oktober 2013, weil es viele einfach nicht gucken wollen oder nicht wahrhaben wollen. Es ist immer das Übliche. Das ist auch das Problem an der Sache, was ich jetzt sagen wollte. Nicht jeder guckt jedes Video, wenn einen Kanal abonniert. Das merke ich auch an Aufrufzahlen. Weil manchmal ist es aber auch wirklich das Beste, wenn man jedes Projekt und jedes Video gucken sollte. Das ist jetzt nicht aufgrund von Klickgeilheit oder was auch immer, sondern weil auch bestimmt wichtige Informationen über einen drinstehen oder wie es zukünftig in der Let's Player-Branche aussieht. Oder man über sich erzählt, Off-Topic-Themen, was auch immer. Und deshalb, ja,
weiß man auch nicht, immer noch vorher noch nicht, dass man da nicht mehr in das Let's Playen möchte und fragt dann jedes Mal wieder nach und wieder nach und wieder nach und man lässt mir keine Ruhe damit. Also wie schon gesagt, Inazuma kommt bei mir gar nichts mehr auf, nicht Inazuma Level 3 oder das neue Strikers, was mal kommen wird. Vielleicht werde ich es mir mal selber holen, aber Let's Playen werde ich das auch nicht, genauso wenig Monster Hunter Troy Ultimate werde ich auch jetzt auf unbestimmte Zeit nicht mehr weitermachen. Ich meine, vielleicht, wenn ich irgendwann so viel Zeit habe, extrem viel Zeit habe mal dazwischen und mal wieder Bock kriege, dann könnte ich es vielleicht mal wieder weitermachen mit dem Spiel und dann auch wieder das Projekt weiterführen. Schauen wir mal. Aber bis dahin erstmals kein Bock mehr auf Monster Hunter. So viel mal zur ersten schlechten Nachricht. Bitte jetzt mir nicht böse sein, die wenigen Monster Hunter Fans, die noch geguckt haben, aber tut mir leid. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich möchte auch nur Spiele spielen, auf die ich Bock habe. So ist es auch jetzt bei Super Mario, bei Sonic oder was auch immer, ein paar andere Anime-Games oder was auch immer. Das Let's Play ich auch weiterhin. Darauf dürft ihr euch verlassen, weil auf die Spiele habe ich am meisten Bock und wenn ich auf was Bock habe, dann wird es auch Let's Played. So einfach ist das. Und ihr habt auch trotzdem auch noch damit Spaß, oder nicht? Ja, ich denke schon. Also tut mir doch mal leid, ich hoffe, nehmt es nicht übel, aber Monster Hunter ist jetzt mal vorbei. Und jetzt zum Thema Nummer 2, was mich jetzt besonders hart getroffen hat und wahrscheinlich auch künftig Let's Player sehr hart treffen wird. Es geht ja darum, YouTube hat jetzt neue Richtlinien für das nächste Jahr eingerichtet. Und es geht ja auch jetzt wieder um die Spiele und die Publish generell, da geht es wieder ganz schön ab. Vor allem auch wieder bei Nintendo, diese ganzen Claim-Aktionen, weil sie jetzt auch noch In-Game-Soundtracks claimen, welche früher frei verwendbar wären und für einen ziemlichen Aufschrei bei der Let's Play-Branche sorgen, weil jetzt die, was jetzt kein Geld mehr darin verdienen, weil sich jetzt aufregen darüber. Ich meine, ich persönlich verdiene kein Geld daran, das ist mir also scheißegal. Mich nervt es trotzdem, weil das jetzt nicht mehr frei verwendbar alles ist, dass ich jetzt ständig Claims bestätigen muss. Aber was soll's, solange sie nicht sperren, ist es mir egal. Nur gehen jetzt die ganzen Publisher strenger gegen die Monetarisierung vor. Sie wollen das einfach jetzt, die meisten von ihnen nicht mehr. Besonders jetzt aber nicht nur Nintendo versteht das jetzt ziemlich falsch mit dem neuen Content-ID-System, weil sie jetzt nämlich, weil jetzt jeder Publisher sehen kann, wenn ein Inhalt auf YouTube oben ist. Und da versteht es Nintendo wieder falsch und übertreibt es damit. Ich meine natürlich, mich persönlich trifft es ja nicht, weil ich kein Geld damit verdiene. Nur möchte ich trotzdem für die anderen Let's Player, dass sie auch eine Lösung finden, die für beide Parteien gut ist, sowohl für den Let's Player als auch für den Publisher. Aber was jetzt wichtiger ist, was jetzt das eigentliche Thema bei dieser aktuellen Aktion ist, es geht nämlich um Sega. Es wurde nämlich auch englischer Bericht über das Internet geschrieben, wie jetzt es künftig mit der Monetarisierung von Let's Plays aussehen soll. Und ich habe das mal in einem Kommentar von einem Let's Player, den ich geguckt habe, erfahren, dass nämlich Sega, die Publisher von Sonic, anscheinend endgültig beschließen, ab nächstes Jahr Videos von ihren Spielen zu verbieten. Da kann ich jetzt nur sagen, what the fuck? Seid ihr total gestört? Wollt ihr uns jetzt ernsthaft die Let's Plays und die Videos nehmen? Wollt ihr jetzt echt die freie Meinungsäußerung, die Werbung uns wegnehmen? Weil ich habe das nämlich auch von einem Kommi erfahren und der hat mir den Link zu dieser Seite gegeben und dort steht, Zitat,
Sega does not give any licenses for any YouTube footage. Was so viel bedeuten soll, sie geben jetzt keine Lizenzen für YouTube-Videos. Und das kann jetzt bedeuten, dass sie jetzt wirklich komplett Videos verbieten. Aber bisher ist es noch nicht sicher, ob es jetzt gegen die Monetarisierung, einfach nur gegen die Monetarisierung ist, oder ob sie wirklich jetzt komplett auch Videos ohne Monetarisierung uns wegnehmen wollen und blocken oder Strikes verteilen. Ich hoffe nur das Erstere, weil nicht, dass jetzt wirklich einer Square Enix oder Rockstar Games machen, die generell gegen Let's Plays sind. Weil das darf nicht sein, das darf wirklich nicht sein, dass sie jetzt uns auch noch die Let's Plays wieder auch noch wegnehmen und ja, dadurch sich selbst kaputt machen, weil sie jetzt, weil Let's Plays so eine, eigentlich die Publisher unterstützen und gegen sie arbeiten. Schon klar, wir arbeiten mit urheberrechtlich geschütztem Material, aber das aus gutem Willen, weil natürlich sind manche verdienen halt Geld daran und das ist natürlich nicht legal, so wirklich, solange man nicht die Lizenzen dafür hat, so wie bei lizenzierten Netzwerken, wenn man damit Partner ist, nur dann geht es. Aber ich mache das nur just for fun, für zu Unterhaltungszwecken, zu Hilfestellung. Manchmal spiele ich natürlich auch Hacks, dann ist es keine Hilfestellung, sondern nur Unterhaltungszweck. Aber auch, um die Publisher zu unterstützen, weil dafür sind die Let's Plays da. Und das haben auch die Publisher immer bisher so angenommen. Und wenn sie jetzt da anfangen, einer Super Enix zu machen, dann wird das deren Untergang bedeuten, weil wenn man jetzt nichts mehr vorfindet auf YouTube oder generell im Internet, wo man sich erkundigen kann, weil man das Internet sucht, damit man sich genauer erkundigen kann über das Spiel, über ein neues Spiel, wenn es erstmal kommt, dann macht man natürlich auch, dann schaut man sich natürlich nicht bloß Trailer an, die reichen meist nicht aus, sondern, ja, schon, aber auch nicht immer. Ja, da connectet man sich auch über Let's Plays, weil auch erst Let's Plays machen viele Spiele berühmt. In den meisten Fällen. Nicht immer, aber schon größtenteils. So habe ich zum Beispiel auch durch ein Let's Play von Rayman Legends beschlossen, mir Rayman Legends zuzulegen, weil ich habe Rayman auch mal als Kind gespielt, mal angefangen mit einem Rayman-Rennspiel auf dem PC, was ich auf dem PC von meinem Vater damals gezockt habe. Dann als erstes eigenes Rayman Advance, das Advance Remake zum allerersten Rayman. Und zuletzt habe ich dann noch Rayman Origins Demo auf dem 3DS gezockt. Aber die war so furchtbar schwierig, dass ich mir gedacht habe, nee, Rayman möchte ich nicht mehr. Aber dann habe ich das Let's Play zu Rayman Legends gesehen, was eigentlich dieselbe Engine hat wie Rayman Origins. Und das war so geil. Ich habe gedacht, okay, ich will das doch wieder. Ich will es doch. Und so habe ich beschlossen, mir Rayman Legends zu kaufen und ich werde es dann auch Let's Playen. Das habe ich ja in meinem 1000 Abo Special angekündigt und so wird es auch durchgeführt. Nur wann ist halt noch die Frage. Aber das muss auch Sega hoffentlich verstehen. Ich meine, wie schon gesagt, es ist aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich ob sie sich jetzt wirklich gegen YouTube-Videos komplett stellen oder ob sie nur gegen Monetarisierung stellen. Wenn es das Zweite ist, dann ist es mir recht. Aber das Erstere, das würde den offiziellen Untergang bedeuten. Es werden sich sehr viele Fans von ihnen abwenden und dann werden sie nicht mehr genug Gewinn erzielen. Ich bin zumindest im Glauben daran, dass das passieren würde. Sie werden sich jetzt wirklich ihr eigenes Grab schaufeln, weil sie haben sich schon einige Debakel auf YouTube erlaubt, unter anderem zum Beispiel, was mich auch ein bisschen nervt. Ich habe schon mal erwähnt, Sonic und der Schwarze Ritter, die letzten beiden Cutscenes vorhin nach dem finalen Boss weltweit zu blocken, aufgrund der Tatsache, weil ihnen die Übersetzung peinlich sein soll, weil ja Sonic als König Artus dargestellt werden soll im Spiel und das gefällt anscheinend Sega gar nicht, dass das dann über öffentlich gesehen wird. Aber wenn das ihnen peinlich gewesen wäre und wenn es ihnen gefallen hätte, hätten sie vielleicht erst gar nicht das Spiel verkauft an uns. Dann hätten sie es doch
zumindest selber nochmal ungeändert, wenn sie das nicht öffentlich sehen wollen, weil sie veröffentlichen ja selber das Spiel auch. Es ist auch klar, das sind die Publisher und sie erstellen das Spiel und sie verkaufen es. Dafür sind sie auch da. Aber wenn in der Übersetzung oder so peinlich gewesen wäre, das sehen ja dann auch die Spieler, weil wenn sie das kaufen, das ist nicht anders als mit YouTube-Videos. Naja, ich verstehe das zwar irgendwie nicht, aber wenn sie meinen, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das immer noch diese Blockade geht. Ich muss das erstmal noch ausprobieren, wenn ich ein, indem ich mal ein Sonne oder Schwarze Ritter Video, indem ich mal die beiden Cutscenes nochmal aufzeichne und mal auf privat hochlade, weil selbst auf privat funktioniert noch das Content-IC-System bei Videos, dass sie das noch sehen können. Und dann werde ich sehen jetzt, wenn das Content-IC-System jetzt aufschlägt und sagt, weltweit geblockt, dann geht es natürlich nicht mehr, aber sollte es gehen, dann möchte ich es schon Let's Playen, vorausgesetzt ist, wie schon gesagt, vorausgesetzt, es setzt sich jetzt nicht wirklich das durch, was wir jetzt annehmen, dass das passieren wird. Weil es ist, wie schon gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist erstmal die eine Sache. Dann gibt es noch eine ganz besonders große Sache, die schon für einen riesen Aufschrei gesorgt hat. Nämlich eine Copyright-Strike-Verteilung auf alte Shining Force Games. Egal ob Let's Plays, Walkthroughs, Reviews oder was auch immer, Gameplay-Videos. Da haben sie laufend Copyright Strikes verteilt und nur um ihren neuesten Teil auf YouTube öffentlich vorzustellen. Ja, tolles Marketing, denkt mir Sega. Glückwunsch. Nee. So natürlich nicht, das hat schon für einen gigantischen Aufschrei gesorgt. Viele Fans haben sich da schon beschwert und haben über YouTube öffentliche Klagen geäußert. Und dass es auch die Abonnenten sehen, was da los war, was da los ist. Oder den Grund erfahren, weshalb jetzt keine Shining Force Games mehr kommen. Ich persönlich kenne Shining Force nicht. Das ist aber wie ich gehört habe, ein Strategierollenspiel und gab es schon seit der Mega Drive Zeit. Ich hatte zwar auch den Mega Drive, aber solche Spiele hatte ich nicht. Ich hatte nicht alle Mega Drive-Spiele, die es gab. Naja, aber aktuell habe ich, wenn ich jetzt richtig auf meiner Liste gelesen habe von meinem Sega Mega Drive Collection über die Xbox 360 mit lauter HD-Remakes von Sega Mega Drive-Teilen, glaube ich, dieses Spiel auch auf dieser Collection zu besitzen. Aber ich will es trotzdem nicht riskieren, das jetzt anfangen zu spielen, weil es heißt zwar, dass jetzt Sega da nachher entschuldigt hat und das zurückgenommen hat, aber ich will es trotzdem nicht riskieren und Shining Force Games anfangen, entweder Let's Plays oder Let's Shows damit zu machen. Nein, brauche ich nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Warte mal kurz. Ja. Das ist schon schlimm genug gewesen, wollte ich jetzt sagen, aber wenn sie jetzt auch noch anfangen, generell alles zu sperren, alles, oder auf alles verteilen, dann bedeutet das ja einen Untergang von dem. Mich würde persönlich trifft es ja, weil ich ein absoluter Ober-Giga-Sonic-Freak bin. Sonic ist für mich das Allergrößte, weil Sega ist der Publisher von Sonic. Und mit Sonic und den Sega Mega Drive hat es ja, wie ich bereits in meinem Let's Play zu Sonic 1 erwähnt habe, angefangen. Der Mega Drive war die erste Konsole, die ich die ich angerührt habe. In Alter zwischen 5 und 6 Jahren. Und Sonic 1 war das allererste Spiel, was ich gespielt habe. Sprich, durch Sonic habe ich erst die Welt des Gaming entdeckt. Und wenn das jetzt Sega wirklich komplett von YouTube streichen will, dann haben sie mich als Sonic-Fan verloren. Zumindest mal mich. Ich würde nie wieder ein Spiel von denen kaufen. Gar nichts mehr, weil da ist es dann für mich Sense. Und auch für sie. Für Sega. Denen muss es doch bewusst sein, dass es dann einen so gigantischen Aufschrei gibt, dass sie dieses Mal wirklich untergehen werden. Weil, wie schon gesagt, die haben ja schon einige Debakel erlaubt und wenn sie jetzt das auch noch machen, ist es aus mit Sega.
Das garantiere ich. Ich wette darauf, dass das dann wirklich deren Ende ist. Aber sicher ist es natürlich noch nicht. Ihr dürft jetzt selber auch noch keinen riesen Aufschrei geben, weil... Wir wissen immer noch nicht, ob das jetzt wirklich nur generell gegen Videos ist oder nur gegen die Monetarisierung. Ich hoffe wirklich auf Zweiteres. Den Link zu einer dieser Seiten, wo darüber berichtet wird, natürlich nur auf Englisch, da müsst ihr entweder Google-Übersetzer einschalten oder Englischkenntnisse haben, damit ihr das lesen könnt. Füge ich in die Videobeschreibung hinzu. Davon gibt es noch mehrere Seiten, wo darüber berichtet wird, beziehungsweise Foren, wo darüber diskutiert wird. Könnt ihr gerne euch durchgucken und einen Vergleich ziehen und eure Meinung dazu abgeben, wie ihr das findet oder wie ihr das jetzt nehmt. Weil vielleicht ist es wirklich nur ein Missverständnis. Schauen wir mal. Warten wir ab, bis das Jahr 2014 anfängt. Und ich hoffe vielmals, dass es wirklich nur gegen Monetarisierung ist, weil ich monetarisiere nichts. Und wenn Sega die Videos bei mir noch lässt und ich keinen einzigen Claim bekomme, also Claim in dem Sinne, dass es jetzt gesperrt wird oder dass ich Copyright Strikes bekomme, weil das wäre für mich auch das Ende meiner Let's Player-Karriere, weil wenn sie auch wirklich aufhören würden, also wenn sie auch wirklich die Videos sperren würden oder Strikes verteilen würden, dann war es das auch für mich als Let's Player, weil ich möchte dann auch nicht mehr weitermachen. Ich würde jetzt keinen zweiten Kanal wieder öffnen und nochmal von vorne anfangen, nein. Weil da hat Sega mich dann auch wirklich als Fan verloren, weil wenn ich kein Sonic mehr Let's Playen kann oder Let's Plays von Sonic sehen kann, dann finito. Aus. Aber wie schon gesagt, abwarten. Es ist noch nicht komplett entschieden. Ja, das war jetzt ein ziemlich langes Thema, sorry. Die nächsten Themen werden jetzt ein bisschen kürzer. Kommen wir jetzt zum dritten Thema, zum einem Gerücht über Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freeze für die Wii U. Es wurde nämlich angeblich ein weiterer geheimer spielbarer Charakter veröffentlicht. Außer Donkey, Diddy und Dixie soll es wieder einen weiteren geben. Laut der Gerüchte, man sagt sogar, es wäre sogar Seiten von Nintendo. Aus Seite von Nintendo dieses eine Gerücht oder dieser Bericht, was ich da jetzt gehört habe. Und es soll sich nämlich, was mich nämlich total auch überrascht hat, es soll sich nämlich bei diesem geheimen neuen spielbaren Charakter um, haltet euch fest, Cranky Kong halten. Ja, der Cranky Kong, der angibt der damalige Donkey Kong aus den Arcade-Automaten-Klassiker Donkey Kong zu sein, wo Mario früher mal Jumpman hieß und anstelle von Klempner Zimmermann war und seine Ex-Freundin Pauline retten musste. Seine erste Ex-Freundin Pauline, welche Donkey Kong ständig immer entführt hat. Und man sagt auch immer, sein Sohn Donkey Kong Junior aus der Game & Watch-Reihe, wo er aufgetreten ist zum ersten Mal, und auch im neuen Game Boy Remake zu Donkey Kong, wo ja zusätzliche Levels dabei waren und eine eigene Welt, und wie ein Jump'n'Run, eine Weltkarte, wo man Levels auswählen konnte. Obwohl, Levels auswählen nicht, aber Da kam ja so ein Remake für den Game Boy raus, das habe ich auch gespielt, das war schon ziemlich cool. Und da war auch noch dieser klassische Donkey Kong enthalten, inklusive seinen Sohn Donkey Kong Jr., welcher ja angeblich der aktuelle Donkey Kong nun sein soll, aus seit der Zeit von Donkey Kong Country auf den Super Nintendo. Weil bis hin zu Mario, Super Mario Kart war ja noch der alte Donkey Kong angesagt, inklusive Donkey Kong Jr., die war noch als fahrbarer Charakter dabei. Und Cranky Kong hat ja immer angegeben, dass er der alte Donkey Kong ist. Ich glaube sogar, dass das stimmt. Ich bin mir natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ihr könnt mich natürlich ausbessern, wenn es wirklich stimmt, könnt es mir gerne sagen. Nur, was haltet ihr jetzt davon, wenn er jetzt tatsächlich ein spielbarer Charakter im neuen Donkey Kong wäre? Würdet ihr es gut finden, schlecht finden? Wie meint ihr, würde er sich spielen? Würde er wirklich so den großen Überskill haben, den er immer angibt zu haben? Oder ein typisches Beispiel sein von große Klappe, aber nichts dahinter. So als kräglicher alter Mann durchspielen lassen und total lame und was auch immer. Oder einen auf Dagobert Duck aus DuckTales machen mit dem Pokostock. Das wäre schon episch. Aber das sind bisher nur Gerüchte.
Ihr könnt selber euch mal informieren und eure Meinung dazu abgeben, wie ihr das findet und ob das auch wirklich dazu kommen wird. Schauen wir mal. Also ich würde mich schon vielleicht freuen. Ja, eigentlich schon freuen darüber, weil ich freue mich über alles, was jetzt neu, alles neu, was bei Donkey Kong dazu kommt. Solange aber auch das alte Spielprinzip immer noch zum Teil drinnen ist. Was ich aus der Country-Serie noch kenne, aus Country 2 und 3 zumindestens. Weil den ersten Teil hatte ich ja noch nicht, der wird also größtenteils blind sein, wenn ich den anfangen werde zu Let's Play. Aber zuerst kommt mal Tropical Freeze raus, dran. Das kommt dann Mitte Jänner nächsten Jahres raus und wird natürlich zum Release auf Let's Play. Darauf dürft ihr euch verlassen. Ihr kriegt von mir Donkey Kong. Also ihr kriegt von mir das neue Donkey Kong auf der Wii U. Sofern, ich will nicht auf das alte Thema zurückgreifen. Wie schon gesagt, wir müssen abwarten. Und wir müssen auch abwarten, ob das jetzt auch wirklich, das Gerücht stimmt. Ob jetzt auch wirklich, Cranky als neuer Charakter von Donkey Kong mit am Start sein wird. Ich würde mich darüber schon freuen. Es ist mal wenigstens was anderes als dieser Lappen Kitty Kong aus Donkey Kong Country 3. Ich meine, ich habe nichts wirklich gegen ihn, aber ich finde ihn eher als Charakter unnötig. Obwohl ich ihn auch in Country 3 gern gespielt habe als Kind, aber heutzutage habe ich nicht so eine gute Meinung über ihn. Er ist halt ein großes, starkes Baby und soll halt Donkey Kong ersetzen. Naja, weil ein Baby... Ja, ihr könnt mir eure Meinung über Kitty Kong gerne auch in den Comments mitteilen, ob ihr ihn auch cool findet und so und ob ihr ihn vielleicht im darauffolgenden Donkey Kong nach Tropical Freeze auch wieder sehen würdet. Ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo ihn auch wieder einbauen wird, inklusive einiger Charaktere vielleicht auch aus Donkey Kong 64, aus dem Nintendo 64. Vielleicht wird sogar Funky Kong spielbar sein, das wäre cool. Das wäre echt geil. Funky Kong ist einer meiner Lieblingscharaktere. Oh, aber jetzt, zügere ich das Thema auch wieder zu weit hinaus. Also, auch eure Meinung hier dazu in den Comics, ob ihr das auch gut findet, dass Cranky Kong im neuen Donkey Kong dabei sein wird und wie er sich spielen sollte und was auch immer. Und jetzt das allerletzte große Thema, der Grund, weshalb ich warm angezogen bin. Ja, wenn es draußen wintert und schneit, beginnt aber auch gleichzeitig wieder die Weihnachtszeit. Ja, es ist wieder soweit. Genau wie im letzten Jahr beginnt auch hier wieder vom 25. Dezember dieses Jahres bis hin zum 1. Jänner 2014 mein nächster Weihnachtsurlaub. Sprich, ich fahre wieder zurück in die Heimat für diesen Zeitraum und auch für diesen Zeitraum gibt es wieder keine Videos von mir. Aber wie schon im letzten Jahr könnt ihr mich gern wieder per Kommis und per LPN trotzdem noch erreichen über Smartphone und über den PC von jemand anderem kann ich mich da auch wieder, wenn ich Zeit habe, darauf eingehen und euch antworten oder was auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anliegen wieder habt, müsst ihr mir einfach nur schreiben. Sofern ihr auch ein Google Plus Konto habt. Und ihr könnt auch wieder die Zeit nutzen, auch wieder ein paar Videos nachzuholen, weil mir fällt es ja auch selber auf, in letzter Zeit sind die Aufrufezahlen viel zu gering für meine Abozahlverhältnis. Ich meine auch nicht wirklich jeder meiner Abonnenten ist an dieselben Spiele interessiert wie ich. Manche wollen halt eh auch nur wieder Inazuma von mir. Obwohl, wenn auch Inazuma. Und die kriegen das aber nicht, weil ich ja kein Inazuma mehr Let's Playen werde. Wie schon gesagt. Aber ich will jetzt ja auch nicht wieder als Klickgeil dastehen. Das dürft ihr jetzt auch nicht missverstehen. Deshalb nur so, weil mich darf es ja schon wundern, dass die Aufrufezahlen extrem zurückfallen. Und besonders bei Projekten wie Pokémon fällt mir das auf. Was ist da los? Warum guckt ihr bei Pokémon nicht mehr so nach? Liegt das vielleicht an eurem Google Plus Konto oder warum bekomme ich in letzter Zeit nicht mal mehr Kommentare oder richtige Aufrufezahlen bei Pokémon? Besonders bei den Parts, wo ich gerade das Team Flair geheim versteckt, in Angriff nehmen, da waren die Aufrufezahlen extrem gering aktuell bis heute die ganze Woche über und die ganze Woche über bekomme ich auch so gut wie keine Kommentare, noch nicht mal Abonnenten. Ist gar nicht gut, aber vielleicht liegt es auch wirklich wieder nur an diesem scheiß Google Plus.
das nehmen wir wahrscheinlich wirklich meine ganzen Aufrufe und meine Kommentare weg. Ich meine, ich will auch nicht kommentargeil, was auch immer, bla bla bla. Bitte, missversteht das nicht. Aber mir fällt sowas schon auf, wenn es früher so gut gelaufen ist oder sogar ganz gut angefangen hat, ein Projekt, dass es auf einmal so ins Leere fällt. Das darf nicht. Das kann doch nicht wahr sein, würde ich sagen. Da, ich meine, ich, selbst wenn es jetzt wirklich überhaupt keine mehr guckt, würde ich trotzdem noch weitermachen. Das ist auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass ich da immer noch weitermachen möchte. Aber es wäre schon schön, wenn ich auch dafür etwas Feedback bekomme. Zumindest ein bisschen Feedback. Ich würde mich schon darüber freuen. Ich meine, niemand zwingt euch dazu. Wenn ihr nicht wollt, wollt ihr nicht. Wartet halt auf die nächsten Videos, die was noch, wir was den Projekten treu bleiben. Ansonsten werde ich mich schon darüber freuen, wenn ihr ein bisschen nachholt. Weil dafür mache ich auch das Let's Play, dass ich euch, dass ich dann sicher sein kann, dass ich euch auch gut unterhalte und dass ihr auch Spaß daran habt. Das ist auch mein Ziel, ein zusätzliches. Und wegen Google Plus muss ich natürlich noch dazu sagen, ich habe auch bei meinem Infovideo über Google Plus noch einen Link zu einer Petition gegen Google Plus hineingefügt. Ihr könnt ihn doch natürlich gerne noch in die Videobeschreibung hinzufügen. Da könnt ihr natürlich auch noch unterschreiben, weil die Petition braucht nämlich 100.000 Unterschriften, also 100.000 Stimmen, damit sie dann gegen Google Plus vorgehen können. Und danke eines treuen Abonnenten von mir, Silver Soul. Danke nochmal. Er hat mir den Link zu dieser Petition in die über PN geschrieben und ich habe da auch schon meine Stimme dazugegeben und wir müssten schon auf ein Viertel der Stimmen rangekommen sein. Ihr könnt euch natürlich auch noch mal den Link angucken und diejenigen, die noch nicht unterschrieben haben, sollten das bitte schnell nachholen, damit es auch umso schneller gehen kann, dass Google Plus dann von uns wegkommt. Weil ich brauche diese Neuerung echt nicht, diese bescheuerte. Ich will mich jetzt nicht mehr groß darüber aufregen. Weil wir bekommen so etwas aufgezwungen und dann sowas mehr. Jedenfalls, wie schon gesagt, vom 25. bis zum 1. bin ich jetzt nicht ver... 25. Dezember bis zum 1. Jänner bin ich jetzt auf Weihnachtsurlaub. Und ihr könnt mich trotzdem noch über Kommis erreichen oder per PNs. Und auf die kann ich natürlich noch eingehen, sofern ich Zeit habe. Während des Zeitraums, aber dafür gibt es jetzt keine Videos, aber vielleicht am 1., da komme ich ja am späten Nachmittag wieder zurück, wenn mich nichts auffällt, vielleicht schalte ich dort ein weiteres Video frei zu einem weiteren Mario-Kurzprojekt, weil bevor ich zum Weihnachtsurlaub gehe, ich habe nämlich schon Mario & Luigi Dream Team Brothers komplett fertig aufgenommen, zum Beispiel für diejenigen, die es interessiert und die wenigen, die noch gucken, das Let's Play endet mit 75 Parts, der Secret Boss ist nicht dabei, den es noch geben soll in diesem Spiel, den mache ich nicht. 75 Parts, damit ist es vorbei. Und also damit ist dann das Let's Play offiziell beendet. Und danach starte ich diesmal ein Mario-Kurzprojekt. Welches das ist, ihr werdet es schon sehen. Aber fürs Erste muss ich mich auch mal auf die anderen Projekte ganz kurz konzentrieren. Vor allem habe ich auch erst Sonic Adventure 1 komplett fertig aufgenommen und arbeite jetzt schon an den ersten Parts von Sonic Adventure 2 Battle, darauf dürft ihr euch schon freuen, sofern Sieger hoffentlich nicht. Ja, wie schon gesagt, da müssen wir abwarten. Und was Monster Hunter betrifft, ich habe auch jetzt bei der Playlist hinzugeschrieben, abgebrochen bis zum bestimmten, bis auf unbestimmte Zeit. Ich meine, vielleicht werde ich aber auch die ganzen Videos jetzt auf privat setzen wollen, damit mich jetzt nicht Abonnenten wegen Monster Hunter alleine finden. Also oder YouTuber mich wegen Monster Hunter finden, die auch nur Monster Hunter Fans sind. Das bringt nichts. Wenn dann werde ich und mich dann die ganze Zeit fragen, wann geht's weiter mit Monster Hunter, obwohl ich da schon eine Playlist geschrieben habe, dass es abgebrochen ist und ein Infovideo dazu gegeben habe. Mal gucken, ich werde es erstmal so lassen, wie es ist, aber auch an die Inazuma Fans unter euch, keine Sorge, Inazuma werde ich nicht auf privat setzen. Ich lasse die Videos noch öffentlich verfügbar. Aber mehr kommt nicht mehr. Das, was ich hier jetzt auf meinem Kanal habe, das ist alles. Bitte gebt euch damit ab. Findet euch damit ab. Ich bitte darum. Ich bitte um euer Verständnis und auch euer Verständnis gegen Monster Hunter. Und wartet noch ab wegen Sega. Erkundigt euch noch über diese ganze Geschichte, Monetarisierung und Publisher, bla bla bla. Und auch eure Meinung über Cranky Kong, im neuen Donkey Kong, in den Kommis und
Dann noch zum Abschluss wünsche ich noch weiterhin dabei viel Spaß in meinen Videos, die jetzt noch kommen werden, nach diesem Infovideo, das ich euch jetzt gegeben habe. Und ich möchte euch dann jetzt auch schon im Voraus während meines Weihnachtsurlaubs oder jetzt generell diejenigen, die jetzt gerade das Video gucken während meines Weihnachtsurlaubs, ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014, auf dass wir in ein wunderschönes neues Jahr starten können. Und danke nochmal fürs Gucken, für eure Aufmerksamkeit und nochmals frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash Wolfie geht hinein. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.